So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Venetica. Was für ein schöner Gruß, ne? Ich begrüße euch und schieße gleichzeitig jemanden auf. Wurdet ihr jetzt von jemandem los für getötet? Ich glaube nicht, oder? So, der weg. Und tatsächlich sind noch zwei übrig, die ganz hier waren. Vielleicht sind diese zwei... Nee, oder? Ja, es wäre besser, einfach mal nachzugucken. Eventuell sind die nämlich hier hinten. Mehr zu sein, glaube ich, das war nichts, aber doch, Tatsache. Da sind die letzten. So. Vielleicht willst du uns noch mal zeigen. Was du zeigen? Nur noch ein Totenbeschwörer. Hey! Da wirst du zahlen! Erfahrung 2000. Neue Stufe. So. Wir haben die Quest erfüllt. Wir können jetzt endlich uns an die nächste Aufgabe machen. Ah, gut. Das hat sich aber auch irgendwie gelohnt. Ich werde mal gleich verbessern. Ja, Stärke auf Konstitution. Zack. Alles soll beides besser werden. Damit ich nochmal mehr Schaden mache. So. Hier innerhalb der Mine sind wir jetzt, glaube ich, fertig. Deswegen denke ich mal, sehen wir uns dann gleich. Ach ja, ich wollte euch noch was zeigen. Pass mal auf. Ich habe verdammt viel hier übersehen. 12 Kupfererzbrocken und die Sätze hier habe ich erst nachträglich hier gefunden. Hier meine 39 Heiltränke, da die 12, die ich auch noch zu solchen Tränken machen werde. Und jede Menge Mana-Tränke. Endboss, komm nur. Ja, dann mal kurz auf die Karte gucken. Dahin wollen wir. Kommen wir schnell hin. Ich muss nur wieder einmal die Uhr ein kleines Lage mal. Ich habe 2 Minuten aufgenommen. Hoffe, das kommt auch in etwa hin. Nicht, dass ich es wieder überziehe. Ja, woher kommt eigentlich der Gedanke, dass ich immer nur 20 Minuten aufnehmen will? Das kann ich euch schnell, leicht und mit wenigen Worten erklären. Und wenn ich weiter so um den heißen Brei herumrede, naja. erstmal spreche ich mal kurz mit dem. Guck mal, ob der was sagt. Die Kupfermine ist wieder eröffnet. Unser Dorf hat eine Zukunft. Okay, sonst sagt er nichts. Also, die Sache ist, mein Renderprogramm macht die Dateien recht groß. Egal wie klein das Spiel ist. Die Folgen von Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, wobei ich die erste Folge wieder nochmal neu aufnehmen musste, deswegen war sie kurz weg, sind 800 MB groß. 800 MB. Na gut. Es ist nicht unbedingt das Alter des Spiels ausschlaggebend, sondern da sind viele Faktoren. Ja, ausschlaggebend. Viele verschiedene. Trotzdem macht Wind. Ich kann's sagen. Steht da eh in meinem Kanal. Windows Movie Maker macht nämlich die Dateien recht groß. Ich werde zu Camtasia wechseln. Ich weiß! Bevor ihr meckert, ich weiß, es ist teuer. Ich werde es mir jetzt auch nicht direkt Rambazamba direkt holen. Nein. Ich warte noch, ob sich die Ausgaben lohnen.
Ich habe überdies auch so lange bis... Hallo. Hallo. Ich habe überdies so lange, bis ich das Spiel spiele... bis ich was spiele? Ich meine, so lange, bis ich das Programm habe, werde ich nicht... werde ich Arkwend nicht spielen. Allerdings hat das aber auch einen zweiten Grund, warum ich Arkwend noch nicht spielen will. Der zweite Grund ist ganz einfach der, dass ich außer Arkwend auch noch gleichzeitig die andere Mod von Sora-E spielen will. Nicht die neue, sondern die erste von ihnen. Vielleicht kennt ihr die. Tia Aranat. Vielleicht kennt ihr das. Tia Aranat ist die... Oder Amarat, ne, Aranat war es, glaube ich. Ist die erste Mod. Und wenn ihr euch wundert, warum die Kamera so rumzittert, wenn ich die Maus anhebe und dann leicht bewege, dann bewegt sich die Kamera immer noch. Ich finde diesen Effekt irgendwie so lustig, dass ich das immer wieder ausprobieren will. Jetzt zum Beispiel, pass auf, jetzt hebe ich die Maus an. Die hat keinen, keinen Tischkontakt. Ja, gerade nicht. Ja, seht ihr? Ganz leicht kannst du damit die Kamera beeinflussen. Allerdings auch nur, wenn die Maus ganz knapp über dem Tisch gehalten wird. Ja, jetzt lassen wir uns erstmal das Kleid anfertigen, das wir brauchen werden, um in den Dosenpalast zu kommen. Sag mir, wie geht es dir? Sicherlich gut. Du siehst so erwachsen aus. Ich brauche deine Hilfe bei einem Kleid. Du bist den ganzen Weg gekommen, um wegen eines Kleides zu fragen? Es ist ein ganz besonderes Kleid. Dieser Staub hier muss hineingewoben werden. Ich stelle keine weiteren Fragen. Komm morgen wieder, dann wird das Kleid fertig sein. Okay. Ah, okay, muss gar nicht schlafen. Ah, Scarlett, dein Kleid ist fertig. Ich hoffe, du magst es. Ich habe das beste Tuch verwendet, das ich besitze. Jetzt geh und tu, was immer auch getan werden muss. Und nach allem, was ich weiß, ist das die letzte Rüstung, in Anführungsstrichen, die wir bekommen. Es gibt keine weiteren Rüstungen mehr, in Anführungszeichen in diesem Fall. Ja, das ist die letzte. Hören wir zu. Ach, langweilig. Ja, dann würde ich sagen, zeig ich euch das Kleid noch einmal. Aber natürlich mit der Klinge, weil das passt am besten. Nein, Fastaste! Juhu, ich verwechsel immer wieder. Und ich verhaspel mich ständig. Das darf auch nicht sein. So. Ich präsentiere euch den Schattensaum. Die letzte Kleidung. Nicht schlecht. Damit haben wir jetzt Einlass in den Dosenpalast. Das passt einfach perfekt zu ihrer Rolle als Totenmagierin. Findet ihr nicht auch? Könnt ihr mal in die Kommis schreiben. Wie findet ihr diese Kleidung? Also mir gefällt sie schon. Sieht nicht schlecht aus. So. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt noch einen Cut, weil das ist ein weiter Weg. Bis dahin, wo wir hinwollen. Wir wollen nämlich zum Dosenpalast. Und kurz vorm Tor in den Dosenpalast, check ich wieder ein. Also, bis gleich. Jo, hier bin ich nochmal. In den Katakomben unter dem Arsenalbezirk. Warum, fragt ihr euch? Nun, ich möchte euch jemanden vorstellen, den ich per Zufall hier entdeckt habe. Pass mal auf. Ich verwende, Reich der Toten und... Seht mal da. Nein, tut mir leid. Genug ist genug. Ich bin nicht in der richtigen Verfassung, um neue Schüler aufzunehmen. Nicht nach allem, was passiert ist.
Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Das habe ich schon gesagt. Ich war ein Lehrer für die stärksten Formeln der Nekromantie. Sie warnen uns davor, zu weit zu gehen. Sie warnen uns davor, uns mit den Großmeistern zu messen. Naja, einige können nicht widerstehen, weißt du? Einer deiner Schüler ist zu weit gegangen? Nicht ganz. Es war mehr ich selbst, der zu weit ging. Uns selbst unsterblich machen? Ha, es hörte sich so leicht an. Doch irgendwo muss ich ein Detail übersehen haben. Und so war's um mich geschehen. Und alle meine Schüler hat es ebenfalls erwischt. Ich bin sicher, dass sie noch hier irgendwo durch die Gegend streichen. Und sie sind vermutlich noch immer nicht in der allerbesten Stimmung. Ein Lehrer, der seine Schüler auf dem Gewissen hat, sollte wirklich nicht weiter lehren. Da stimmst du mir doch zu, oder? Wirst du mir trotzdem Totenbeschwörerfertigkeiten beibringen? Nein, werde ich nicht. Hast du überhaupt nicht zugehört? Naja, ich könnte... Oh, verdammt! Ich kann einfach nicht aufhören. Betrachte dich als meinen neuen Lehrling. Was möchtest du lernen? Also. Lehre mich Fertigkeiten der Nekromantie. Aber gib Acht. Diese Mächte haben zuvor getötet und sie werden wieder töten. Ja, aber sie werden kontrolliert töten. So, jetzt haben wir den wahrscheinlich besten Lehrer der Nekromantie getroffen. Ich überlege gerade, was könnte ich lernen? Ich könnte Lebensstoß lernen. Verlässt die Schattenwelt. Ja, nehme ich doch. Leichenruf. Im Kampf gefallene Gegner werden wiederweckt und kämpfen an deiner Seite. Mentale Wehr. Ja, ich nehme erstmal mentale Wehr. So. Ja, als nächstes nehme ich dann auch wieder Lebensstoß und Leichenruf. Verbessere den Schattenwiderhall. Beziehungsweise erstmal den langen Vater Schatten. Das zuerst. Dann diesen Gift. Diesen Gift, gell? Ja, diesen Gift. Dieses Gift. Und dann Lebensstoß und Leichenruf wird dann auch gelernt. Ich weiß nicht genau, wie man an den ultimativen Zauber kommt, aber ihr habt mir ja gesagt, den kann ich ganz normal lernen. Bei einem der Lehrer. Also wahrscheinlich dann wohl bei dem hier. Ich weiß es nicht. Jo. Gut. Dann sehen wir uns dann gleich, wenn ich wirklich diesmal vor dem Tor stehe. Also, bis gleich. Und wieder zurück. Und wie ihr seht, stehe ich jetzt wirklich vor dem Tor. Muss nun noch einmal meine Uhr einrichten. Weil die Zeit, die ich mit Offplay verbracht habe, gilt ja nicht so Spielzeit. Lady, ihr müsst zur portugiesischen Abordnung gehören. Aber wo ist eure Begleitung? Ihr solltet sofort den Truchsess aufsuchen. Bitte, tretet ein. Gerne doch. So, jetzt sind wir im Palast des Dosen. Und dort geht es zu Ende. Dort werden wir die letzten Kämpfe führen. Kleine Sequenz. Sieht schön aus. Und groß. Da werden wir wohl den Endkampf führen. Es dürfte nicht mehr viele Videos geben. 1000 EP erhalten, einfach so, weil sie es können. Wahrscheinlich eher dafür, dass wir einfach hier sind. Jetzt. So. Wer ist das? Der Kleine hat wohl irgendwie Probleme, seinem Meister zu folgen. Du gehörst wohl zur portugiesischen Abordnung. Wir haben gehört, dass dein Schiff in einem Sturm zerstört worden ist.
Bitte, jetzt keine Fragen. Ich war lange unterwegs. Natürlich. Vergib mir meine Hast. Du bist der Letzte der Abgesandten, die dem Dogen die Loyalität ihrer Länder versprechen wollen. Er bezahlt dich dafür gut mit Waffen und anderen Dingen. Auch wenn du dich frei im Palast bewegen darfst, so musst du einige Sachen erledigen, um mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin der Truchsess im Palast des Dogen. In diesem Gebäude geschieht nichts ohne mein Wissen. Wenn du bereit bist, mir deine Vertrauenswürdigkeit zu beweisen, sag es mir. Erzähle mir etwas über den Palast. Die unteren Stockwerke werden vom Personal, von der Wache und natürlich von unserem geschätzten Stadtrat genutzt. Die oberen Stockwerke stehen den Adligen zur Verfügung und führen zum Thronsaal. Auch im Garten können die Adligen nach Belieben Lust wandeln. Oh, und da ist dann noch der Kerker. Aber reden wir nicht über den. Gut, dann werde ich sein Vertrauen gewinnen. Wie kann ich dein Vertrauen gewinnen? Ich muss sicher sein, dass in der Registratur der Stadt kein Eintrag über dich ist, der Aufschluss über schlimme Dinge gibt, die du oder Angehörige deiner Familie irgendwann verübt haben. Also geh bitte zum Stadtrat, der sich am nördlichen Ende des Gangs befindet, und bitte um eine entsprechende Bescheinigung. Dann suche Lucio auf, den Vorsteher der Palastwache. Wenn er dich nicht gleich in Ketten legt, ist das schon Beweis genug. Ich komme später wieder. Okay, neuer Auftrag, das Vertrauen des Truchsess. Und an dieser Stelle mache ich wieder einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Venetica. Und dann sehen wir uns hier im Palast um. Und zwar dem letzten Bereich des Spieles. Hiermit sage ich, bis zum nächsten Mal zu Let's Play Venetica. Ja. Over and out.